Waffe ist geladen und entsichert. Geisteskrank, absolut geisteskrank. Dann einmal den LCD-Bildschirm bitte. Oh! Alter! Weißt du nur gerade, Alter? Ich hab reingesehen, in den Augen waren richtig groß. Oh. Runtime, Partner vom Muddy Life Kanal. Wenn ihr Bock habt, mal auszuprobieren, einfach Link in der Beschreibung nutzen. Vollwertige Mahlzeit in einer Flasche. Perfekt für jedes Abenteuer. So, meine lieben Freunde, dann heiße ich euch herzlich willkommen hier in den Livestream und wir gehen zu dem eigentlichen Thema des Streams heute rüber. Und zwar, wir rutschen einfach hier rüber. Ich habe ein Paket bekommen von dem lieben Northridge. Wem das nix sagt, das ist ein Airsoft-Spieler, der ordentlich abräumt. Und zwar meistens als Scharfschütze oder Sniper. Wir werden heute das Ding auf Herz und Nieren prüfen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Ja? Und was für ein geiles Teil es geht. Achtung, bist du bereit? Ja. Oh! So sieht das gute Stück aus. Mit Zahldämpfer. Aber natürlich bist du natürlich. Warte mal, nehmen wir es mal raus hier so. Bist du natürlich so. Was soll das? Hör auf zu regnen! Bist du natürlich mit der Knifte so relativ gut zu sehen. Ein Sniper will aber natürlich unentdeckt bleiben und alle seine Spieler ausschalten. Dieses schicke Modell heißt, ja, von Northridge das SSG 10. 1S86X. Mit einem fetten Scope oben drauf. Das ist natürlich gesichert, keine Angst. Es ist nicht geladen. Ja, ganz wichtig. Es ist ein Airsoft-Gewehr. Es ist kein echtes Gewehr. Ja, das ist eine Airsoft-Waffe. Da kommen Plastikkugeln vorne drauf. Norman schreibt, na toll, er hat sich eine Geige gekauft. Ah, geil. Ja, so sieht das gute Stück aus. Ist schon sehr, sehr nice. Aber wir haben natürlich hier in der Kiste auch noch ein bisschen was drin, was ich euch zeigen will. Das mit dem Regen fühle ich gar nicht, ne? Null. Absolut null. Wir werden natürlich das Ding auch noch testen. Wir haben, auf was schießen wir heute eigentlich? Wir haben eine Wassermelone haben wir da, wir haben Wasser. Ja, so ein Wasserbehälter. Mich interessiert halt so, wie viel Bums ist das, was kommt da so raus, wie verhält sich das? Oder stell dir vor, das Ding geht auch so in dem Wohnzimmer los. Also, man muss dazu sagen, die ist natürlich jetzt hier Deutsch, für Deutschland quasi. Genau, 1, irgendwas Joule, ne, ja, oder so? Ich glaube, 1 Joule. 9 maximal oder sowas. Ja. Ja. Na, pass auf, wir können ja schon mal ein bisschen in die Kiste kicken. So. Habe ich ein komplettes Set bekommen von dem lieben Northridge. Und zwar ist da alles drin. Ich habe gesagt, pass auf. Ich stell dir vor, ich müsste quasi von heute auf gleich treffe mich mit Fritz und den Naturensöhnen und wir müssen losballern. Ich brauche dafür einfach alles. Und er hat mir einfach die Kiste vollgepackt und gesagt, hier Martin, viel Spaß. Steht mir, oder? Natürlich auch, was ist das denn? Ah ja, Maulkorb. Ganz wichtig, weil musst ja daran denken, wenn so eine Kugel kommt. Auf Hannibal Lecter angelehnt. Auf Hannibal, ja tatsächlich. Warte mal, aber mit der Mütze passt nicht, warte. Oh, ist schön kalt, ist Metall, ist kalt. Kalt im Gesicht. Aber wenn hier so eine Kugel gegenkommt, ne, kriegst du keine Platzwunden. Ganz wichtig. For the eyes. Ich sehe bestimmt schon richtig fancy aus jetzt, oder? So, jetzt natürlich Tarnung. Das ist natürlich das halbe Leben. Hier war eine Jacke drin. Sollte ich gleich weg sein, Leute, dann liegt es an der Tarnung. Ja, ich bin noch da. Lasst euch nicht irritieren. Ich bin der Baum, der sich da bewegt. Ich habe hier auch eine Kapuze, glaube ich, oder? Kannst du nochmal so in Druck setzen. Hier so. Bin ich noch da? Oder bin ich schon weg? Ich höre dich zumindest noch, ja. Aber was bringt mir das, wenn ich quasi getarnt bin wie Sau? Ja? Ich brauche noch eine Hose. Geh mal rein. Der Punkt ist, was bringt dir die ganze Tarnung, wenn du quasi irgendwo im Wald liegst und man sieht die Knifte so. Weißt du, hier alte Tarnung, dann so das schwarze Gewehr. Nee, da müssen wir was machen. Und auch da hat der liebe Norbridge sich nicht lumpen lassen und hat hier so Sachen reingepackt, die du einfach so über die Knarre ziehen kannst. Hier, sieht man das? Verrückt. Und dann machen wir jetzt. Guck mal, ob wir das hinkriegen hier. Ich werde nicht sagen, aber das sieht schon ganz fancy aus, oder? Ist sie weg? Ja, aber ja, ist weg. Wo ist sie hin? Weil diese Linien nicht mehr da sind, weißt du? Ja. So. Ja, und schwarz ist ja auch keine wirklich naturvorkommende Farbe. Schalldämpfer. Jetzt sagen viele so, Spielereien. Nee, tatsächlich nicht, weil ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt von diesen, wie man diesen Schalldämpfer, was er sich dabei gedacht hat. Und zwar sind hier drinne verschieden große, und zwar kommt da so Schaumstoff rein. Erkennt man das? Kann man hier jemand ins Licht? Hier, da kommen so Schaumstoff-Applikationen rein. Ja. Die kannst du auch rausziehen. Das sind so kleine Ringe. Guck mal, so groß sind die. So, das sind diese Ringe. Und da gibt es eine Anleitung von großes Loch auf kleines. Und das füllst du da rein. Und da soll sich angeblich auch wirklich die Lautstärke beim Schießen verringern. Und ich sag mal so, kann sein. Ja, aber das ist ja wie so ein, du hast ja auch in einem Studio so Schallschutzwände, weißt du? Ja, genau. Diese Schaumstoffplatten da an die Wände drin. So, dann wird das hier einfach nur raufgeschraubt. Ist, glaube ich, eine linkse Winde, ja. Jetzt haben wir natürlich hier den Suppressor oder den Silencer, wie er auch gerne genannt wird. Aber der muss natürlich auch getarnt werden. Ich hoffe, da ist auch was bei.
Ich stehe auf den Hut. Tut mir leid. Was ist das hier? Was steht hier drauf? Sniper Boonie Head Amber. Okay, ist noch ein anderer Hut. Ist denn quasi der mit Kindschutz hier? Wie sieht's aus? Sei ehrlich, sag es! Ja, so ein bisschen wie ein Wookie, so ein bisschen aus Star Wars. Irgendeine... Aber ich finde den anderen irgendwie geiler. Außerdem muss ja doch noch meine ganze Sichtbekleidung runterpassen. Guck mal, Sprecher, Silencer, abgetan. Zack, ist er weg. Naja, der könnte ein bisschen enger sein. Warum ist denn der nicht eng? Na, wenn ich den noch enger ziehe, dann macht das keinen Sinn mehr hier. Wie sieht's aus? Sei ehrlich. Geisteskrank, oder? Geisteskrank, ja. Wenn du jetzt durchguckst, siehst du da überhaupt noch was? Nö. Ja klar. Natürlich, guck mal. Nee, ohne Probleme. Kann man da durchgucken? Ja, warte. Ich muss jetzt hin. Ja, ja. Krieg ich hin, bitte. Jetzt so, ja. Ja, ich dachte halt, dass die Blätter irgendwie im Weg sind, aber... Sitze nicht. Nee. Bevor wir jetzt hier rumballern, wollte ich noch was zeigen. Und zwar haben wir hier das 23.000 Puzzleteile. Und zwar kannst du jetzt hier noch mit solchen Blättern... Guck mal hier. Kannst du dir einzelne Blätter und die kannst du hier einfach festmachen. Hier so. Kannst du auch Blätter kochen. Ja, kannst du einfach so da ranmachen, die Blätter. Das ist einfach geil. Also der hat echt an alles gedacht. Dann hast du hier so eine... Ach nee, guck mal, die machst du einfach nur... Die klemmst du einfach nur so hier drin in dieses Netz und so. Krass, ey. Verrückt aus, oder? Wir haben aber noch mehr. Das ist noch nicht alles. Guck mal hier. Falls es nämlich auch grün ist. Grüne Blätter. Haben wir noch was? Ach so, natürlich sind natürlich hier auch Handschuhe dabei. Ne? Ganz wichtig, auch in Camo. Magazintaschen. Auch wichtig. Und... Ja, ach so, hier haben wir noch so eine Raffia. Wahrscheinlich kannst du damit auch noch so ein bisschen dein Gewehr tarnen und keine Ahnung was. Dich der Umgebung anpassen. Geisteskrank, absolut geisteskrank. Und was ich auch noch cool finde, du hast hier so ein Pflegeset bei. Guck mal hier, Achtung. So. Weil so eine Knarre braucht natürlich auch Pflege. Silikonöl, um mal ein bisschen sauber machen, ne? Weil da wird ja geschossen. Hier haben wir die Mumpeln. Erst hat gedacht, so Aftershave? Aftershave. Ne, da sind die Kugeln drin. So. Jetzt ist vorbei mit Schnacken. Mit Tarn und so. Hit. Jetzt wird quasi geladen, die Waffe. Ab jetzt absolute Sicherheit. Ja, wie lädt man denn so eine Knarre? Ganz einfach. Komm mal her. Hebt jetzt so eine, ich glaube, der nennt sich Loader. Au. Machst du hier oben so eine Kappe auf. So. Und füllst du hier einfach die Kugeln rein. Bis die Karre voll ist. Sieht doch nicht. Ja. Keine Ahnung. So, dann ist das Ding voll. Was hast du hier? Siehst du das? So ein Repetierer. Kannst du entweder ins Normal machen, da mit der Öffnung. Und da wir ja hier diese normalen Magazine haben, da hast du hier diese Öffnung. Da kannst du die auch alle einzeln reindrücken. Aber wenn du so einen Loader hast, drückst du hier einfach nur drauf. Ja, und dann siehst du hier, dann rutschen die da alle runter durch. Was sind das hier? 10 Schuss, 15 Schuss, 20 Schuss? Ungefähr in den Dreh. Ich sag's nochmal, absolute Sicherheit am Set. Martin hat eine Knarre und er lädt sie jetzt. Das passiert hier unten, ganz einfach. Da. So. Wichtig ist natürlich, das Ding hat auch eine Sicherung. Einmal hier, einmal auf Fire und einmal auf Safe. Wir lassen das Ding natürlich auf Safe. Wie lädt man diese Waffe? Wie funktioniert das? Ganz einfach, Achtung. Du hast hier einen sogenannten Repetierer. Hebel nach oben. Also eigentlich ist das im originalen Zustand so. Darum ist hier auch keine Tarnung, weil du bist ja die Tarnung. Siehst du das? Hast ja noch Handschuhe an und dann ist ja hier gar nichts zu sehen. So, Achtung, ich lade durch. Du ziehst hier hinten. Damit ist die Waffe jetzt scharf. Sie ist geladen. Zwar nur Airsoft, aber trotzdem sind wir da sehr, sehr vorsichtig. Und jetzt gucken wir mal, was die so an Kraft hat. Ne? Wir haben jetzt da so einen Wasserkanister eingestellt. Geh mal einmal kurz hin. Chris, wir haben noch was offen. Bevor ich jetzt schieße, haben wir noch was offen. Du drehst dich mal um, ich versteck mich und du guckst mal, ob du mich findest. Achso, okay. Ja, bereit? Ja, versteck dich mal. Ist er jetzt schon fertig? Bist fertig? Wir gehen einfach mal los und gucken. So lange wird er nicht brauchen. Die Frage ist halt nur, wie weit er jetzt gegangen ist. Wir haben jetzt halt ein Gebiet irgendwie abgesteckt. Du liegst jetzt irgendwo, ja? Ah, gut, du kannst ja jetzt nicht sagen. Okay. Ey, es liegt aber auch nur daran, weil alles um dich rum ist saftig grün und du bist eher so ein bisschen auf Herbst. Auf verrottenes Laub. Ja, genau. Wenn du dich jetzt irgendwo anders, keine Ahnung, jetzt irgendwo... Aber du hast gleich einen Moment gebraucht. Ja, natürlich, ja. Krass, Alter. Es geht wirklich gut. Ich bin mir gespannt auf den Live-Zusammenschnitt, weil da würde ich es auch gerne mal sehen. Bin jetzt natürlich nass. Das gefällt mir überhaupt nicht. Gut. Aber kommen wir zum Testschuss. Jungs, wie sieht's aus? Was glaubt ihr? Machen wir es kaputt oder bleibt es so? Die viel wichtigere Frage ist, treffe ich überhaupt? Jonas 1, das wird ja nicht... Na, ich hab das nicht eingestellt, das Visier. Du. Du. Okay, alles klar. Okay, ready? Steady. Schuss. So, was passiert? Ist nach rechts abgeprallt, glaube ich. Aber wir haben getroffen, oder?
Du hast getroffen. Ich habe mir auch fliegen sehen. Wir haben auf jeden Fall einen sichtlichen Impact. Also klar, es ist nicht durch, es ist nicht kaputt. Ja. Aber auf jeden Fall zu sehen. Ja, du musst auch bedenken, die Dinger sollen ja auch nicht in der Haut stecken bleiben. Ist ja richtig, du sollst ja nur merken, dass... Du schießt ja damit auf, also im Spielfeld auf andere Leute. Richtig, ja. Aber trotzdem hat es mich interessiert. Ich würde da sagen, Karl, holst du mir mal die Melon? Ne, oder leere Dose. Leere Dose weg erstmal. Jetzt stellt euch mal vor... Stell dir vor, du bist ja getarnt, dich sieht ja keiner. Jetzt läuft der einfach dir vorbei, klickt hier in die Büsche und sagt so, jetzt bist du fertig, mein Freund, Gegner. Achtung. Ja. Aber dann würdest du disqualifiziert werden. Was würdest du dann? Ab der Entfernung darfst du nicht mehr damit schießen. Würdest du Ärger kriegen? Ja, wirklich. Okay, krass. Dann musst du Pistole. Und dann machst du so, Peng machst du dann eigentlich nur noch. Ja, ich habe jetzt ein bisschen blöd getroffen, hier unten ist natürlich etwas verstärkter. Warte, wir machen mal den ultimativen Hardcore-Test, ja? So, bei einem Meter machst du, dann sagst du, du bist auf Peng, normalerweise. Ach, machst du nur noch so Hit oder ja, Peng? Hit, okay. Ja, ja. Dann machen wir es trotzdem aus der Entfernung hier. Peng. Ready? Jo. Oh, hast du gesehen? War eine Schmauchsprache. Okay, jetzt einmal mit zielen, bitte. Mann, ja, das ist nicht so einfach. Du kannst ja das Scope kannst ja nicht mehr durchgucken. Oh, die kam zurück. Es ist ein Bumerang-Bullet. Machen wir eine Dose, eine leere Dose wäre ganz cool. Gut. Ihr habt ja vollkommen recht, Sicherheit geht vor. Pass mal auf, ich geh mal hier ganz weit nach hinten. Ja. Kam nicht raus, oder? Treffer! Ich geh gucken. Ja, machst du weg? Meine Freunde. Und? Nicht drin. Aber es ist eine Beule. Aber es ist eine Beule. Okay, dann pack mal Melinov. Das ist Sergeant Maloney, Mann. Jetzt komm mal weg davon, Sergeant. Maximale Entfernung 12, 14 Meter. Waffe ist geladen und entsichert. Martin setzt an. Hab aus Versehen zu früh. Sorry. Ja. War nicht so geplant. Der Trigger ist echt sensibel. War die Flasche? Warte mal, ich habe hier an der Seite noch so einen Regler. Nils meinte, das wäre angeblich die Stärke der Feder hier. Wir gehen mal auf volle Malotze. Vielleicht macht das jetzt einen ganz anderen Effekt. Hier, gucken wir. War Dollar gewesen. Hat Dollar gemacht, ne? War die Flasche. War die Flasche, aber Dollar gewesen. Ja, ich muss noch Ziel üben. Flasche. Dann wieder die Flasche. Ja, gut, einstellen, dass du siehst. Das war eine Melone. Leute. Die ist drinne. Nein. Die ist. Wollen wir wetten? Ja, die ist abgesprungen. Die ist drinne, es suppt. Die ist drinne. Aber das war doch was weggeflogen da links. Komm, oder mal. Die ist drinne. Warum sollte die sonst bluten? Weil die Schale nur getroffen wäre. Die ist drinne. Also. Oh, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Also dafür, hier ist ganz wichtig, ne? Genau aus diesem Grund. Stell vor, ja, aber hier ist auch schlecht. Naja, dann. Stell vor, das ist dein Auge. Steffen schreibt, je mehr das drin ist, desto mehr Druck auf die BBs für einen Aufwärtsdrall. So, Achtung. Melone. Zweiter Schuss. Ja. Der frontal, aber ist weggeflogen. Der ist abgefallen, ne? Ich würde mal sagen, wir gehen mal ein Stück. Ich glaube, der ist aber von der Melone was rausgefallen ist. Und dann so wieder. Nee, ich glaube, die sind alle rausgestinkst, aber... Wir machen ja gleich den Test. Wir machen die, schneiden die gleich auf und gucken nach. Da? Ja, ist aber nur Oberfläche. Du würdest ja sonst mehr sehen, du würdest ja sonst... Aber wenn die da drin verschwindet... Also, ist ja nicht schlimm? Wir machen die nachher auf und suchen die. Kanal nicht wieder zu. Ich mach aus der kurzen Distanz nochmal einen Schuss und dann schneiden wir das Ding auf und dann müssten ja rein theoretisch drei Bälle drin sein. Oder auch nicht. Achtung! Das war da drüber. Was war das? Ein Haaranhänger oder was? Ladehemmung! Hemmung! Oh, die haben aber jetzt einen schönen Bums, oder? Ich hab das jetzt hier oben hochgestellt. Das ist ganz schön jetzt. Du triffst ja ganz nur das Holz. Ja, weißt du, wie schwer das ist mit so einer Knarre ohne? Also, du bist irgendwie 3 Meter entfernt. Mann, ja! Das ist. Das finde ich oder witzig. Oh, der war aber drinne. Eieiei, warte mal nochmal einen nach. Eieiei. Oh! Alter! Weißt du nur gerade, Alter? Ich habe reingesehen, in den Augen waren richtig groß geblitzt. Oh. Also jetzt haben wir wie viel Schuss? Oh, der ist aber definitiv drin. Aua. Eieiei. Ah, erzähl mir nicht, das ist... Oh, deshalb... Nee, hier ist er nicht. Okay. Jetzt stellt euch vor, ihr seid zu Hause, eure Kinder spielen mit dem Ding und ihr habt vergessen, das Ding zu sichern. Jetzt kann es natürlich passieren, dass das Ding einfach im Wohnzimmer losgeht. Und da steht der Fernseher. Ne, da muss man nochmal wissen, ob das Ding quasi den Fernseher kaputt macht. Und das kriegen wir jetzt raus. Okay? Okay. Also Melone müssen wir noch aufschneiden. Ich bin super, wie das gerade die Nase da hoch. Ja, das ist auch unangenehm. Aber ich weiß nicht, wohin damit. Dann einmal den LCD-Bildschirm bitte. Uff. Handelsüblich, natürlich von der Firma, ist egal. Wir gehen mal auf Entfernung. Gucken mal, wie viel Schuss wir noch haben. Oh,
Wir müssen gleich mal nachladen. Ah, Brille wieder auf. Safety first, Freunde. Achtung, Lado. Das ist irgendwie cool. Es funktioniert natürlich mit einem Federdruck, also jetzt nicht mit irgendeiner CO2-Patrone wie bei vielen anderen Sachen, sondern tatsächlich nur durch das Repetieren der Feder. So, ich gehe wieder auf volle Malotze. Und jetzt, okay, gehen wir mal. Ich schon die Schweinchen in die Mods rein. Lass uns mal ein Stück näher rangehen, weil ich glaube nämlich tatsächlich, wenn du im Wohnzimmer mit dem Ding rumspielst, bist du ja nicht da hinten. So ein großes Wohnzimmer hat doch keiner. Wir sind ja ungefähr hier so auf die Höhe, oder? Das ist so ja, Wohnzimmer. Also Coach-Entfernung. Okay, alles klar. Oh. Dann würde ich sagen, Wohnzimmertest, was sagt ihr? Kaputt oder heil? Nicht kaputt, ne Schmarre. Gut. Ready, steady. Oh. Das habt ihr aber falsch eingeschätzt. Keine Schmarre. Eieieiei. Also, das Bild ist eindeutig. Das wäre tatsächlich durch Maisstärke verursachter, typischer, so ein klassischer Haftpflichtschaden. Und jetzt wisst ihr auch, wo man auch so am besten hier so eine richtig. Schutz aufsetzt. Genau, aus Metall. Und hier Impact-Schutz. Der Zahn wäre abgebrochen. Definitiv, der wäre ab, ja. Ich würde noch einen draufsetzen. Ich find's krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es gleich so heftig aussieht. Dann gehen wir jetzt mal auf kurze Distanz. Also, ihr habt ein kleines Wohnzimmer. Bereit? Jo. Oh, der ist noch heftiger. Eieieiei. Also sorry, da brauchst du mir nichts zu erzählen, ne? Das ist nicht witzig. Also, holy moly, Alter. Dann werden wir jetzt mal die Melone aufschneiden, weil ich bin gespannt, wie viele Kugeln da drin stecken. Das ist krass, ey. Also Leute, nochmal ganz wichtig, das ist kein Spielzeug, sondern das ist quasi eine Waffe. Punkt, Ende, aus. Der schreibt auch, die ist auch schon mal auf 20 Metern in einer Lippe stecken geblieben. Ah, fühle ich nicht. Ich muss mal jetzt kurz sichern. Danke. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir gesagt? Wie viel müssten drin sein? Nein, wir haben fünf raufgeschossen, aber ich sage, zwei sind drin, weil die letzten beiden, die sind... Ja, sage ich auch. Kratze mal, upsi. Ja, den können wir noch essen. Die können wir essen. Die können wir essen. Eine Kugel habe ich schon gefunden. Ich habe hier schon mal... Kratz mal ab. Hier sind wir schon zu Kummer. Nee. Das könnte ja auch ein Wundkanal sein. Ne? Da sehe ich schon mal die erste. Alter, überlege mal, die ist von da. Ohne Witz, hier ist nicht der Einschuss, sondern der ist hier drüben. Ja, das nee, ist halt, ja, nee, ich der guck. Ist rüber. Ja, aber. Und steckt, guck mal, hier ist kein Einschuss. Richtig. Das heißt also, die muss. Ich glaube, die ist einfach nur schräg rein. Also ja, die hat sich hier, verwirbelt. Hier, guck mal. Ja, das passt. Nee, Quatsch, das ist doch ist auch kein Impact. Das ist da, das ist das angekommen. Dann sind die anderen nicht rein, dann haben die echt bloß ein Aua gemacht. Ich habe jetzt gerade übrigens auch richtig Bock gekriegt, um mal eine Runde zu zocken, weil jetzt habe ich eine komplette Ausrüstung, sehe aus wie ein laufender Baum. Da habe ich schon ein bisschen Bock drauf. Ich meine, so Fritz und die Naturensöhne können wir mal herausfordern. So, jetzt zu euch. Habt ihr noch Fragen? Habt ihr irgendwelche Anregungen, die wir hier nochmal auf den Prüfstand stellen sollen? Oder ach so, was kostet die Knarre? Ich habe geguckt, das SSG 10, glaube ich, ist das, ne? Ja, SSG 299 Euro. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, ob da schon das Scope mit bei ist, aber ich glaube, klar, sonst ist die Waffe ja unbrauchbar. Weil ohne Scope geht ja nicht. Hat ja kein Kim und kein Korn. Ist ja ein Sniper. Ja. Also 299 Euro, aber er macht schon Spaß. Von der Verarbeitung her, wie sich's anfühlt, ohne Witz. Also ich habe ja schon mal echte Waffen in der Hand gehabt, kommt ihm sehr nah. Ich habe einen Link in die Beschreibung gepackt. Ja, da ist jetzt auch gerade ein Link drin im Chat. Genau. Hier gibt es die Produkte von Novrich. Da genau. Ich glaube, es gibt ein ganzes Set, das kannst du dir, so ein Einsteiger-Set kannst du dir kaufen. Aber ihr könnt einfach in die Beschreibung, da ist ein Link, einfach draufgehen, gucken. Wenn ihr Bock habt, gönnt euch und wir sehen uns auf dem Spielfeld. Mein Fazit zu dem Gewehr, nur jetzt hier von dem kleinen Test und so weiter, liegt super in der Hand, super Verarbeitung. Also es ist, egal wie du es anfühlst, ihr kennt das doch, ihr habt schon mal tausendmal so eine Sache in der Hand gehabt. Also ich habe so eine Plaste-Hugos hier für meine Filmsets und so weiter. Aber das fühlt sich echt gut an, das ist halt so richtig schön. Und matt ist es auch noch. Von mir bis jetzt eine klare Empfehlung. Also wenn ihr Bock drauf habt, geht auf die Seite, guckt es euch an. Und wenn ihr Bock habt, ihr wisst ja, Bewegung an der frischen Natur. An der frischen Natur? Ja, ist immer gut. Oder ihr macht einfach einen Spaß draus, kauft euch einfach nur dieses Ghillie-Suit, legt euch in den Garten und wenn Oma oder Mama rauskommt, nee, ich würde es lieber nicht machen. Oder stellt euch in eine Fußgängerzone in so einen Topf rein, wenn jemand kommt. Guten Morgen! Oh ja, da fühle ich mich. Ich glaube, ich werde auch mal nochmal ein Video machen zur Tarnung. Einfach so, weil ich einfach Bock drauf habe. Wie gut, ne, und so weiter und so fort. Fühlt euch alle geküsst, gedrückt und lieb gehabt. Wir sehen uns. Ich freue mich. So, macht's gut. Tschüssi. So, wo mache ich hier aus? Da oben. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.